Hey Leute, ich bin wieder zurück hier mit dem Let's Play Pokémon Kristall Nuzlocke. Und ja, die letzte Folge ist, na keine Ahnung, ich konnte auf jeden Fall jetzt einige Zeit keine Folgen mehr hochladen, wegen Bugtube. Also, es war halt irgendwie komisch. Ich will jetzt nicht wirklich näher darauf eingehen. Nehmt es einfach als gegeben, dass ich nicht wirklich irgendwie, dass es irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Ich hoffe mal, okay, wenn ihr das seht, wird es wieder gehen. Also schon wenn ihr die Folge davor seht, wird es wieder gehen. Und vielleicht fällt euch was auf. Ja, vielleicht auch nicht. Ich habe ein bisschen was am Sound rumgedreht. Nee, ich habe mich insgesamt ein wenig leiser gemacht. Und das Spiel noch dazu. Außerdem habe ich die Mikrofonverstärkung rausgenommen. Das heißt, jetzt soll es hoffentlich weniger zu irgendwelchen Irritationen kommen. Das hat jetzt zwar schon mit dem Wechsel zu dem Mikro, was ich sowieso jetzt benutze, abgenommen, aber jetzt soll es eigentlich noch mal besser sein. Das ist halt immer so eine Sache beim Let's Play, die perfekten Soundeinstellungen zu finden. Man kann zwar im Schnitt- und Renderprogramm dann noch. Wir haben noch Whirlpool dabei. Schule ist im Weg. Wo ist Whirlpool? Ja. Nur extra Triple D zurzeit als Sklave mitgenommen, bis wir uns noch ein neues Teammitglied holen. Und es hat, wie gesagt, ist immer so eine Herausforderung bei einem Let's Play, dass man den Sound so ordentlich hinstellt und man kann. Ich wiederhole mich, aber ich hatte eh den Faden von. Also man kann dann im Render- und Aufnahmeschnittprogramm, whatever, dann noch einiges ändern, aber nicht so, ne? Nicht so enorm. Das ist vor allem, weil ich zurzeit Stimme und Spielaudio gleichzeitig aufnehme. Würde ich jetzt zum Beispiel mit Camtasia aufnehmen, das zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Mal wieder. Oder ein anderes DS-Spiel, dann würde das Spielaudio getrennt von meinem Mikrofonaudio aufgenommen werden und ich könnte dann schön manipulieren. Aber so ist es leider nicht. Deswegen, vielleicht ist es zu leise. Mal sehen. Wird sich zeigen, wenn die Folge fertig bearbeitet ist. Wir machen jetzt erstmal schön weiter hier. Geil. So, wo sind wir denn hier gelandet? Haus voller alter Leute, schön, dass du da bist. Du musst dir erklären, warum du hier bist. Sandra hat dich geschickt, oder? Sie ist ein wirklich. Tut mir leid, aber ich muss dich prüfen. Keine Angst, du musst nur einige Fragen beantworten. Ich? Was bedeuten die Pokémon? Ja, wir werden jetzt hier einige Fragen gefragt und wir werden natürlich die klischeesten aller Antworten nehmen, nämlich Kamerad. Oh, ich verstehe. Was hilft dem Kampf zu gewinnen? Strategie, Training oder Mogeln? Training. Oh, ich verstehe. Gegen welche Art Trainer möchtest du kämpfen? Jeder. Oh, ich verstehe. Was ist beim Trainieren von Pokémon am wichtigsten? Liebe. Oh, ich verstehe. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Was ist die wichtige? Beides. Ich verstehe. Du kümmerst dich von Herzen um Pokémon. Sehr löblich. Überzeugung ist wichtig. Tobi, mach weiter so. Ich treffe dich dann bei der Pokémon-Liga. Der alte Sack in der Pokémon-Liga? Wie ist es gelaufen? Ich muss dich danach fragen, was versagt. Wie? Bestanden? What? Das kann nicht sein! What? Du lügst! Sogar ich habe es nicht geschafft. Nein, du bist ja auch lame, wir haben dich ja fertig gemacht. Sandra, dieses Kind ist tadellos in Geist und Talent. Gestehe deine Niederlage und übergib den Drachenorden. Oder soll ich das Siegfried erzählen? Ich verstehe. Irgendwie flimmert es hier manchmal in diesem Raum, ne? Hier, das ist der Drachenorden. Jetzt nimm schon. Na endlich. Das wurde aber auch Zeit. Du behältst den Drachenorden. Von nun an können deine Pokémon die Fähigkeit Kaskade einsetzen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen. Wir haben Kaskade schon gefunden. Im Eispfad war die. Sandra, dieses Kind spiegelt das wieder, was dir noch fehlt. Und weg ist die Alte. Komme wieder, wenn du möchtest. Jo. Es ist schon lange her, seit ein Trainer die Anerkennung unseres Meisters bekam. Der letzte war Meister Siegfried. Kennst du den jungen Meister Siegfried? Er erinnert so unserem Meister in seiner Jugend. Es liegt ihnen im Blut.
Yep. Wahrscheinlich. Naja. Hauen wir mal wieder ab hier. Mit dem Verein will ich eh nichts zu tun haben. Ne? Moment! Oh Gott. Das tut mir leid. Ihr nehmt das als Entschuldigung. Und wir erhalten natürlich noch ein TM für unseren Sieg in der Arena. Sind hält Feuer oder? Nein, das hat nichts mit meinem Atem zu tun. Wenn du sie nicht möchtest, musst du sie nicht nehmen. Was ist los? Willst du nicht zur Pokémon-Liga? Weißt du, wie du dorthin gelangst? Geh von hier nach Neuborgia, surfe dann gen Osten zur Pokémon-Liga. Die Route ist schwierig. Wage es nicht, in der Pokémon-Liga zu verlieren. Wenn du verlierst, macht das meine Niederlage gegen dich noch härter. Gib dein Bestes. Ja, ist ja gut. Aber ich dachte eigentlich, wir, und so? Hm, schön, dass du hier bist. Du kommst zur richtigen Zeit. Ich habe etwas für dich. Nimm dieses Dratini. Es zeigt meine Wärme. Hm, dein Pokémon, die ist voll. Shit, Big Up. Jetzt müssen wir erst was... Haben wir ein Fluchtseil dabei? Oh, Moment mal. Was ist denn das dort drüben für eine Insel? Ein random Carpador. Wir kriegen nämlich ein Dratini von dem geschenkt. Und das hätte ich doch gerne in meinem Team. Wenn ihr wisst, was ich meine, es wird 5 Tage gelevelt werden müssen. Ist ja gar nichts auf dieser Insel. Aber das ist auch eine schöne Sache, so ein Dratini. Und hier haben wir noch ein Item. Den Drachenzahn. What the fuck, wozu... Ah, ist der Drachenzahn die Verstärkung von Drachenattacken? Aber heute flimmert das Bild wirklich irgendwie, ne? In diesem in Dings hier. Man kann nur voneinander. Wenn wir nicht ein Fluchtseil dabei, ich habe jetzt keinen Bock. Es soll ein bisschen schneller gehen. Nee, würde mich wundern. Haben wir, wenn dann höchstens gelagert, weil wir es eh nie brauchen. Schaufel haben wir auch nicht, ne? Oh, jetzt müssen wir hier raus und wieder rein. Oh. Nee. Nee. Eigentlich will ich in der Folge noch was schaffen. Und könnte das jetzt natürlich rauscutten. Aber... So einfach ist das. Nö. Ja, natürlich müssen wir erst nochmal Whirlpool einsetzen. Und Stuhle sind mit. Das muss ich mal überlegen. Jetzt können wir ja Kaskade einsetzen. Wo müssen wir überall nochmal hin mit Kaskade? Ich weiß, in den Toyo-Fällen, da müssen wir weiter zur Pokémon-Liga. Aber... Pokémon-Liga ist Pokémon-Liga, ne? Aber wir können bestimmt noch Side-Quests erledigen. Und da seid ihr doch schon... Lind, ernsthaft jetzt... Hallo Tobi, ich habe hier etwas für dich. Schaust du mal in meinem Labor vorbei? Bis später. Dann gehen wir eben erst doch zu Lind. Dem Alten. Was will der uns wohl geben? Ah. Ach ja, und Suicune wollen wir doch auch noch fangen eigentlich, oder? Ah, Neuborgia. Wollten wir ja sowieso hin für die Pokémon-Liga, obwohl wir eigentlich noch gar nicht zur Pokémon-Liga wollten. Hm. Außerdem gibt es noch eine Route nach Ebenholz City, die ich gern machen würde. Hi Tobi, dank dir komme ich mit meinen Forschungen hervorragend voran. Nimm dieses Zeug mal dank. Und er schenkt uns einfach mal den Meisterball. Ja. Der Meisterball ist der beste von allen. Er ist die ultimative Ball. Du kennst kein Pokémon, er wird nur anerkannten Pokémon-Forschern überreicht. Ah, bin ich müde, aber ich glaube, du hast bessere Verwendung dafür als ich. Ja, warum überreicht man den überhaupt Pokémon-Forschern? Auf jeden Fall haben wir jetzt den Meisterball, mit dem wir irgendein legendäres und snatchen werden. Ich weiß, Meisterball einsetzen ist lame. Ich hab's eigentlich auch im Pokémon Blau Let's Play nicht gemacht. Abgesehen davon, dass die Aufnahme verkackt war. Und man nicht gesehen hat, wie ich Mewtwo mit was anderem als dem Meisterball gefangen habe. Nur Audio hatte man. Und ein Standbild, ich glaube vom Pokédex oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Aber das war scheiße. Ich. Doch, buh, jetzt hätte ich fast vergessen, noch ein Pokémon abzulegen, bevor wir wieder reingehen. Ich will ja schließlich das Dratini haben. Ja, wir wollen schon an den PC, ja? Danke, spielen. Pokémon. Ablegen.
Und zwar den Sklaven. Sklave abgelegt. Ja. Ich weiß, es ist wie immer eine schöne Vergewaltigung eurer Gehirnnerven ist. Ich weiß. Und wir surfen und surfen. Surfen immer noch, würde ich sagen, aber ihr wisst schon, und so. Carpador. Unser Freund und Helfer in der Not. Es ist Carpador. Carpador, der Matador. So, wir gehen hier rein. Dann gehen wir hier wieder runter. Und dann müssen wir nochmal surfen. Ist das was? Ich habe mal eine Idee. Achso, nee, das war gar nicht der Bandsticker. Jetzt hätte ich jetzt mal Rapper Supper oben vorne den Dingense gegeben. Diesen Sticker, der wilde Pokémon abhält. Funktioniert halt nicht wie ein Schutz, sondern verringert die Rate nur. Ich weiß nicht um wie viel Prozent, aber es wäre bestimmt hilfreich gewesen. Aber es kam nicht mal ein Random Encounter, ne? Coole Sache. So, schön, dass du hier bist. Kommst zur richtigen Zeit. Ich habe etwas für dich. Nimm diese Stratinia als Zeichen meiner Wertschätzung. Ja, endlich, ein Stratini. Möchtest du Stratinia im Spitznamen geben? Sichi. Ist ja schließlich ein Dingensrun. Auch wenn ich es öfters mal vergesse oder verpeile. Wie nennen wir es denn? Ach, ich muss mich irgendwie erstmal strecken und dabei überlege ich. Keine Ahnung, ey. Ich nenne ihn Dragon. Ist einfach reich wie Sau, ne? So, Ende. Drachen-Pokémon sind das Symbol unseres Clans. Du hast bewiesen, dass man dir eines anvertrauen kann. Geilomat. Welches Level ist das? 15! Los. Wickel, Donnerwelle, Wind, Hose und Turbo-Tempo. Oh ja, es hat Turbo-Tempo. Das ist doch was Feines. Die beste Prioritätsattacke, die es gibt, weil sie sogar andere Prioritätsattacken ausstechen kann. Also die hat eine Priorität von 2. Im Gegensatz zum Beispiel Ruckzuck-Hieb hat eine Priorität von 1, so wie ich das gelesen habe. Oder mal gehört habe. Deswegen ist extrem... Jetzt wollte ich schon sagen, Extreme Speed, wie auf Englisch, aber es heißt ja Turbo-Tempo auf Deutsch. Also, eine schöne Attacke. Wird nur nicht so oft gesehen, weil es wenige Pokémon nur bekommen können. Ich glaube, er kann alles Turbo-Tempo lernen. Wenn mich nicht alles täuscht aus dem Kopf, fallen mir Arcani und ich glaube auch Lucario ein, aber das war's schon. Und ob die Dratini-Linien und Turbo-Tempo von sich aus lernen kann, weiß ich gar nicht. Es kann sein, dass es das nur in der Generation hier gab und natürlich dann auch in den Remakes. Oder könnte Turbo-Tempo weiter vererbt werden? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Es ist auch nicht so wichtig, würde ich sagen. Wer das wissen will, kann da googeln danach. Ich muss es jetzt nicht unbedingt noch genauer wissen. Wir wissen einfach nur, es ist geil. Und als nächstes bereite ich mich vor auf die... Also ich werde Dratini jetzt noch nicht leveln. Also das machen wir mal irgendwann. Ich will erst noch die Routen machen. Die Routen und die Kaskadetouren. Wenn wir dann vor der Siegesstraße sind, da werde ich dann das Viech leveln. Deswegen legen wir es erstmal ab in die Box. Den Dragon. Diese Box ist voll. Geilomat. Das muss erstmal wechseln. Das heißt, wir müssen speichern. Dann müssen wir Dratini ablegeln. Ablegeln. Ja, wir legeln es weg. Wir legeln es weg. Müssen wir es erstmal ablegeln. Und dann müssen wir wieder zurückwechseln. Und
wieder Sklave mitnehmen. Hammer, nice! Das freut mich. Wir sollten irgendwas fangen, damit diese scheiß Box hier endgültig voll ist. Mitnehmen. Hier sind nur Joker-Pokémon drin, aber so richtige. Mitnehmen. So. Hätten wir das erledigt? Ich weiß gar nicht, warum ich auf einmal so müde bin, wenn ich aufnehme. So. Wir haben die Grenze erreicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Oh ja.